Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er zeigt uns in einem Hadith auf, was geschieht, wenn der Mensch eine Sünde begeht, was mit seinem Herzen geschieht. Und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, إذا أذنب العبد, إذا أذنب العبد, wenn ein Diener Gottes eine Sünde begeht. Nukitat fi qalbihi nuk mit Kaf, ja? So ist diese Überlieferung. Nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Erhält er auf seinem Herz einen schwarzen Punkt. فإذا أقلع وتاب واستغفر, wenn er dann aber die Sünde beendet, aufhört mit der Sünde, von ihr ablässt und bereut, zu Allah zurückkehrt, واستغفر, und Allah um Vergebung bittet, was passiert dann? Was sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam ganz konkret an dieser Stelle? Was sagt er? Das ist ganz wichtig. Was geschieht? Was geschieht jetzt hier? Was ist der Wortlaut? Suqila qalbu. Was heißt denn suqila qalbu? Was ist denn saqlul qalb? Das ist ganz wichtig. Was heißt denn suqila? Polieren. Was mache ich denn, wenn ich poliere? Ich habe hier einen Laptop. Ja? Hier ist mein Laptop. Ja? Ich poliere die Scheibe. Hä? Das heißt, ich nehme ein Stück Stoff, ich nehme Reinigungsmittel und dann poliere ich. Ich poliere meine Schuhe. Ich reibe regelrecht daran. Das heißt, was will uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam damit sagen? Erstens, dieser Fleck, der sich auf deinem Herzen befindet, der hat schon Spuren hinterlassen. Die bekommst du nicht einfach so weg. Sondern du musst schon Druck ausüben und du musst reiben und wischen und eventuell ein Poliermittel verwenden, damit dieser Fleck überhaupt wegkommt. Du musst dir darüber Gedanken machen, jede Sünde, die du begehst, hinterlässt Spuren. Und diese Spuren bekommst du nicht einfach so weg. Die wirken sich auf dein Herz aus. Und dementsprechend ist es nicht so leicht, es wieder wegzubekommen. Man muss sich anstrengen. Und deswegen sorg dafür von vornherein, dass du erst gar nicht diese Sünde begehst. Und wenn du sie begangen haben solltest, was musst du dann tun? Dann musst du versuchen, schnell zu bereuen. Weil umso länger du das hinauszögerst, desto tiefer wird dieser Fleck. Ich sage nicht größer, tiefer ist ein Unterschied. Dieser Fleck geht immer tiefer hinein in dein Herz. Ja? Wenn du eine weitere Sünde begehst, dann bildet sich ein weiterer Fleck, wie der Prophet sagt, wie wir gleich sehen werden. Aber wenn du ihn bestehen lässt, was geschieht dann? Dann wird er tiefer. Er schlägt Wurzeln. Das ist wie Rost, der sich hineinfrisst. In das Metall hinein. Am Anfang ist es nur äußerlich. Und dann geht er immer tiefer. Und dementsprechend muss ich als Muslim, wenn ich eine Sünde begehe, sofort bereuen. Damit nicht dieser Fleck in mein Herz eindringt und die Höhle meines Herzens durchdringt. In das Innere meines Herzens. Ja, in das Herz meines Herzens. Wenn du eine Sünde begehst, dann tu Taube. Im selben Moment. Schieb diese Taube nicht auf. Weil es wird immer schwieriger, diesen schwarzen Fleck wegzubekommen. Und man muss immer mehr drücken und es tut immer mehr weh. Und irgendwann einmal brauche ich vielleicht eine Operation. Irgendwann einmal reicht vielleicht das Polieren nicht mehr aus. Und ich brauche einen operativen Eingriff in mein Herz, damit ich dieses schwarze Stück, was mein Herz versucht zu verderben, herausbekommen kann. Und was ist, wenn ich es nicht tue? Wenn ich nicht davon ablasse, was geschieht dann? Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagt, irgendwann einmal entsteht dann eine Geschicht, eine Schicht über dem Herz. Eine Schicht, die schwarz ist. Und dann sagt unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, und er zitiert einen Vers, Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nein, keineswegs. Vielmehr hat sich ein Rain über ihrem Herzen gebildet, wegen dessen, was sie erworben haben. Was ist dieser Rana? Was ist Rana? Von Rain kommt das.
Was bedeutet das eigentlich? Rana. Was ist rein? Rost. Guck mal, dieser Vergleich. So als wären unsere Herzen Metall, auf denen was sich gebildet hat? Auf denen sich eine Rostschicht gebildet hat. Und die wird immer größer. Keller! Und jetzt kommt die weitere Folge. Innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun. Keineswegs. Sie sind von ihrem Herrn an jenem Tag was abgeschirmt. Thumma innahum lasalul jahim. Und dann werden sie al-jahim, das Höllenfeuer, betreten. Thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadhibun. Und dann wird gesagt, das ist es, was ihr verleugnet habt. Automatisch, wenn sich eine Schicht um dein Herz bildet, wirst du abgeschirmt von deinem Herrn. Und du wirst nur dann am jüngsten Tag abgeschirmt von deinem Herrn. Du wirst nur dann am jüngsten Tag deinen Herrn nicht erblicken können, während die Gläubigen ihn erblicken können, wenn du in dieser Dunya von ihm abgeschirmt gewesen bist. Das heißt, wenn du Allah Ta'ala hier sehen kannst, im übertragenen Sinne, wenn du hier bereit bist, seine Gebote zu befolgen, wenn du hier bereit bist, das zu tun, was Allah subhanahu wa ta'ala von dir verlangt hat, wenn du hier die Zeichen Allahs gesehen hast, wenn du hier die Worte Allahs gehört hast, wenn du hier so gehandelt hast, als hättest du Allah Ta'ala, als könntest du Allah Ta'ala sehen, dann sei dir sicher, wirst du Allah Ta'ala auch am jüngsten Tag sehen. Sei dir dessen sicher. Wenn du ihn aber hier nicht siehst, wenn du hier blind bist, dann wirst du auch am jüngsten Tag blind sein. Was sagt denn Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Taha? Allah Ta'ala, er sagt, قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Er sagt, oh mein Herr, warum hast du mich blind auferstehen lassen, obwohl ich sehen konnte? قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Guck mal, diese Verbindung. Er sagt, so sind auch die Zeichen zu dir gekommen. Du hast sie vergessen. Und deswegen werden wir dich heute ebenfalls vergessen. Wenn du blind bist, im Diesseits, wirst du auch am jüngsten Tag blind sein. Wenn dein Herz abgeschirmt ist von Allah und wenn es das Licht Allah subhanahu wa ta'ala aufgrund deiner Sünden abschirmt und es nicht mehr durchdringen kann in deinem Herz im Diesseits, dann wirst du auch am jüngsten Tag abgeschirmt sein von der Barmherzigkeit Allahs. Und deswegen, wir haben so viele Hadithe, in denen unser Prophet sallallahu alaihi wasallam immer wieder sagt, wer das und jenes tut, drei Personengruppen werden am jüngsten Tag was? Allah Ta'ala wird nicht auf sie schauen. Er wird auch nicht mit ihnen reden. Und er wird von ihnen nichts annehmen. Guck mal, das ist immer dieser Vergleich. Das sind Gleichnisse. Ja? Was heißt es, Allah wird nicht auf dich schauen? Was bedeutet das? Allah sieht doch jeden. Was bedeutet es aber, dass Allah Ta'ala nicht auf dich schauen wird? Das heißt, Allah Ta'ala, ja? Er wird dich nicht beachten. Er wird sich deiner nicht erbarmen. Er wird dir nicht vergeben. Er wird dich im Höllenfeuer vergessen. Warum? Weil du hier blind gewesen bist. Und deswegen noch einmal ganz, ganz wichtig, diese Ibadat, sie lehren uns etwas Wichtiges. Sie lehren uns, meine lieben Geschwister im Islam, dass wir auf unser Herz achten müssen. Und dass egal, was wir tun, es sich immer auf was auswirkt, auf unser Herz. Eine gute Tat wirkt sich auf dein Herz aus. Und eine schlechte Tat wirkt sich auf dein Herz aus. Und du kannst selbst entscheiden. Du kannst selbst entscheiden, ob dein Herz weiß sein soll oder ob es schwarz sein soll.